Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen, liebe DVZ-Freunde, liebe DVZ-Leser. Ein ganz besonderer Anlass heute Abend hier auf der Raketenstation in Korschenbroich. Ich darf den Bundesverkehrsminister Herrn Dobrindt begrüßen auf dem roten Sofa. Und wir haben gerade gehört, es ist eine Premiere für Sie, hier auf dem roten Sofa zu sitzen. Wie fühlt sich das an? Also ich sitze zum ersten Mal jetzt bei der DVZ auf dem roten Sofa und von daher, das ist natürlich etwas, was ich schon lange ersehnt habe, dass ich mal die Chance bekomme, hier drauf zu sitzen und über Fachfragen, die uns gemeinsam bewegen haben, zu diskutieren. Wir sind jetzt beim Logistikkongress und da, glaube ich, ist es angemessen, dass wir zwar uns über die Herausforderungen der Logistikbranche unterhalten. Ja, ein gutes Stichwort. Sie haben gerade in Ihrer Rede quasi die Eröffnung der Nationalgüterkonferenz gesagt, Digitalisierung und Logistik, das ist kein Gegensatz, sondern ergänzen sich. Was meinten Sie damit konkret? Wo ergänzen sich diese beiden Komponenten? Ja, es wird ja gern darüber diskutiert, ob nicht die Digitalisierung eine Veränderung hervorruft im Bereich der physischen Welt, dass sie das Physische ersetzt. Und das ist natürlich Unsinn, sondern es gibt natürlich ein Miteinander, eine Kombination. Das heißt, gerade der Bereich des Güterverkehrs, der Logistik wird natürlich von der Digitalisierung enorm profitieren, weil vieles Neues möglich ist an Kapazität, an Sicherheit, an weltweiter Vernetzung. Und das heißt, wenn wir heute von Digitalisierung reden, vom Internet der Dinge, von der Vernetzung eines jeden Dings miteinander, dann braucht es natürlich die Logistik, die das alles am Schluss umsetzt, was an Neuem entsteht. Von daher, Digitalisierung wird zu einer deutlichen Stärkung des Güterverkehrs und der Logistik führen. Das heißt aber auch, diese Herausforderung muss man dann auch stemmen können. Wenn Sie sprechen von der Digitalisierung bei den einzelnen Verkehrsträgern, fällt natürlich auch gleich das Wort Platooning. Also intelligente Maßnahmen zur Effizienz in der Logistik ein. Sie haben auch gerade vom Projekt Lang-LKW gesprochen. Wie geht das zusammen? Platooning, Lang-LKW etc. Also die Unternehmen wollen sich vorbereiten für die Digitalisierung, sind damit großer Einsatzbereitschaft dabei. Das heißt aber auch, dass die Politik die notwendigen Voraussetzungen schaffen muss, dass es möglich ist. Beispielsweise Platooning ist eine notwendige und sichere Variante, mehr Kapazität auf der Straße zu schaffen. Wir werden jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schreiben, dass es möglich ist, Platooning auch umzusetzen. Wir beispielsweise sind dabei, im Bereich der Schiene die Digitalisierung umzusetzen, dass die Güterverkehre näher zusammengebracht werden können, dass sie leichter gebucht werden können und so, dass wir auch damit mehr Kapazität auf die Schiene bringen. Das heißt, in all den Bereichen werden wir unsere Hausaufgaben als Politik machen, damit die Branche von der Digitalisierung maximal profitieren kann. Letzte Frage, Herr Minister. Wer Platooning sagt, muss teilweise auch Bundesverkehrswegeplan sagen. Ein großes Projekt, Sie haben auch gerade darüber gesprochen, es ist auch in anderen Zeitungen schon durchdiskutiert worden. Jetzt ist es langsam vor der Vollendung. Was müssen wir dort rechnen? Also wir sind froh, dass wir mit dem Bundesverkehrswegeplan jetzt wieder ein Gesamtprogramm für die nächsten 15 Jahre haben, was Verlässlichkeit der ganzen Branche auch bietet. Wir reden ja im Bundesverkehrswegeplan über Straße, Schiene, Wasserwege. Das heißt, das komplette Programm, bei dem wir investieren wollen in den nächsten Jahren. Und wir haben uns auf die Knotenpunkte, auf die Engstellen, auf Kapazitäterweiterung, Prioritätensetzung fokussiert, um Schwachstellen des deutschen Netzes zu beheben und in der Summe das Aufwachsen der Güterverkehre, wie wir es prognostizieren, auch möglich machen. Ohne diese massiven Investitionen, die notwendig werden, dadurch in die Infrastruktur, wird Arbeit, Wachstum, Wohlstand durch die Logistik, durch den Güterverkehr nicht möglich sein. Und deswegen ist es natürlich unsere Aufgabe, unsere Profession jetzt dafür zu sorgen, dass wir Prosperität durch Mobilität auch wirklich umsetzen können. Darf ich nur eine allerletzte Frage stellen, auch wenn wir die Deutsche Verkehrszeitung sind, wir sind international minded, haben Sie beim Bundesverkehrswegeplan auch mit Ihren Kollegen in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg, in Polen, in Österreich, Dänemark etc. gesprochen? Es gab einige Stimmen, die sagten, naja,
das ist so ein deutsches Projekt, man hat uns nicht irgendwie ins Kalkül gezogen. Wir beteiligen unsere Nachbarländer natürlich bei einem so einem großen Projekt wie dem Bundesverkehrswegeplan. Jetzt haben auch alle unsere Nachbarländer Stellungnahmen abgegeben. Und ja, es ist relativ klar, was die von uns natürlich auch fordern. Gerade die grenzüberschreitenden Verkehre sollen natürlich gestärkt werden. Die sollen als allererstes mit einer höheren Kapazität versehen werden. Wir versuchen dem auch nachzukommen. Allerdings haben wir natürlich auch auf der Strecke dahin erhebliche Aufgaben zu lösen, die für uns auch oftmals mit natürlich vorrangig sind. Wir haben eine über Jahre hinweg Unterfinanzierung des deutschen Verkehrssystems erkannt und dass dies natürlich spürbar heute noch Auswirkungen hat, ist klar. Das gilt es jetzt abzuarbeiten, aufzuholen. Und deswegen habe ich ja den Investitionshochlauf in meinem Haus begründet, der es möglich gemacht hat, dass wir jetzt die Investitionen in die Infrastruktur um 40% steigern und das auch langfristig halten können, sodass wir, glaube ich, alles in der Lage sind, auch zu erfüllen, was der Bundesverkehrswegeplan an Aufgaben für uns bietet. Herzlichen Dank, Herr Minister. Wie fühlt sich das an? Auf Ihrer roten Couch. Ja, ich muss sagen, es ist großartig. Wir sind ja hier in einem Museum heute und ehrlicherweise passt die Couch da so richtig rein. Fällt gar nicht auf, dass die nicht hier jeden Tag steht. Also wenn ich das sagen darf, Sie haben sich hier bestens geschlagen. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir Sie auf der roten Couch begrüßen durften, oder? Nein, ich würde gerne wiederkommen. Man fühlt sich da wohl. Dürfen Sie sich hier eigentlich wieder mit rausnehmen? Ich glaube schon. Also ich muss vielleicht auch noch ein bisschen aufgepolstert werden. Also ich bin ja ein Schwergewicht, etwas schwerer. Und ich merke, man sinkt auch schon arg sehr ein, nicht wahr? Oder? Man merkt, dass hier schon ganz viele drauf gesessen haben, denen Sie wahrscheinlich in vielen Jahren begleitend der Politik auch oftmals auf den richtigen Weg mitgeholfen haben. Das ist ja übrigens auch die Aufgabe, dass wir in der DVZ immer wieder uns über verkehrspolitische Fragen nicht nur austauschen, sondern Gedanken machen, neue Impulse gesetzt werden und gerade auch die neuen Herausforderungen für die Zukunft mit beschrieben werden. Deswegen, ich kann nur sagen, das Format, das Sie gewählt haben, jetzt auch vom gedruckten Papier hin auch in die Digitalisierung zu gehen und damit weiterhin Sprachrohr für die Logistikbranche mit zu sein, und auch Taktgeber für die Innovationen mit zu sein, sie anzustoßen. Ich halte das für richtig. Wo ich es unterstützen kann, mache ich es gerne. Da sage ich danke. Auch als Journalist fühle ich mich geehrt. Vielen Dank. Zu Recht. Und wir sehen uns wieder mit anderen interessanten, wichtigen Gesprächspartnern auf dem roten Sofa. Bis dahin viel Spaß, auch alle, die zuschauen, die hier bei der Nationalgüterkonferenz sind. Und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.